ihr Landratten und herzlich willkommen zum heutigen Seemannsgarn bei King of Seas. Zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das hier gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da, ihr Landratten. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Seemannsgarn. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Heute ist es endlich an der Zeit. Heute können wir endlich ein neues Schiff kriegen, aber vorher würde ich gerne irgendwie zumindest diese Megakugel ablegen. Nein, weil diese Willkommen aus der Hölle-Fähigkeit ist so unglaublich stark. Die hätte ich eigentlich gerne mitgenommen. Oh. Was habe ich denn sonst hier so? Alles einlagern mal eben kurz. Weil ich kann das ja nicht mitnehmen aufs neue Schiff. Wenn mein jetziges eigentlich viel stärker ist. Warte mal. 20 behalte ich drauf, falls ich es mal benutze. Eigentlich ist die Fracht bei mir eh egal. Vor allem, ich glaube, die hat sogar weniger Kanonen, oder? Nee, die ist einfach nur... die hat nur mehr Fracht, das brauche ich nicht. Ich kaufe es, aber ich werde es nicht benutzen. Hier ist eine neue Flotte. Die Flotte ist das Schiff, das am geeignetsten für den Handel ist. Ja, es ist für den Handelscher. Gut, aber für alles andere Kacke. Das Ding kann ich nicht gebrauchen. Ausgezeichnet, Luki. Da du den Tischler nur mit Gold überschüttet hast, wird er das Angebot der in Eagles denn verfügbaren Schiffe sicher erweitern können. Die könnten in manchen Situationen nützlich sein. Ich will aber keine Flaute. Die ist kacke. Ja, jetzt darf ich zu Spionen gehen. Offensichtlich hatte Madame Grace ein kleines Problem. Sie war nun seit einiger Zeit für den Handel und die Herstellung von Voodoo-Material zuständig. Medikamente wurden in ihrem Teil der Welt knapp. Und sie sind die grundlegende Zutat für die Verjüngungstränke. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr lesen sollen gerade eben. Interessant, sie könnte also einwilligen, wenn wir ein paar Tonnen Medikamente bringen. Eine neue Flotte ist perfekt für diese Mission. Wo finde ich Madame Grace? Wahrscheinlich am Ende der Welt. Sie ist die Gouverneurin der Hauptstadt der Händlervereinigung, Tortuga, und verwaltet jedweden Warenverkehr in diesem Gebiet. Tortuga habe ich, glaube ich, sogar schon gesehen. Das ist so irgendwo links. Tortuga ist der Knotenpunkt des Marktes, der beste Ort für Handel in den sieben Meeren. Es ist nicht umsonst die Hauptstadt. Richtig. Errichte Madame Grace Grüße von mir aus. Im Übrigen eine interessante Info für euch. Nein, ich will es nicht verwenden, weil es kacke ist. Jetzt brauche ich wieder mehr Gold. Geil! Ich wollte doch nur die Kackgaleone. Aber ich muss ja unbedingt vorher dieses dumme Schiff kaufen, was überhaupt nichts wert ist. Ich werde Medikamente brauchen, richtig? Also kann ich die eh hier einmal alle aufkaufen. Ist nicht so, als ob ich mir jetzt gerade die Galeone leisten könnte. Weil ich ja erstmal dieses Drecksschiff kaufen musste. Kommt ein wie ein Witz vor. Ich weiß, für den Handel, da ist die gut. Ansonsten ist die mega scheiße. Die kannst du nur in die Tonne treten. Oh, Geisterschiff. Die Quest nehme ich an. Die will ich in Zukunft noch machen. Ich werde nicht mit meiner Flöte rumfahren. Das könnt ihr knicken. Die ist mega beschissen. Wie viel will die denn? 160 Tonnen. Wie viel kann mein Schiff tragen? 150. Ups.
Für eine Mission muss ich jetzt mit dieser scheiß Flöte fahren? Vor allem denke ich, ich muss sowieso erstmal Medizin auftreiben. Leute, 160 habe ich nicht. Ja, dann komm her, du Drecksteil. Will ich eigentlich nicht haben, aber jetzt habe ich dich halt. Dafür habe ich so viel gespart, Leute. Für das dumme Ding. Manchmal kommt man sich vom Spiel richtig veralbert vor. Ist nicht mal eine Quest mitten auf dem Weg. Wartet, Tortuga. Ich will jetzt nochmal genauer gucken. Ah, ich muss eh erstmal Medikamente sammeln. Das Ding hat sogar einen beschissenen Wendekreis. Das Ding kann ja überhaupt nicht wenden. Also, sobald ich kann, kommt die Flöte wieder weg. Vor allem, weil ich nicht immer meine Fähigkeiten einsetzen kann. Ich glaube, die hat auch nur diese Morastausrüstung. So, alles wird mitgenommen. Weil ich brauche Medikamente. Ich guck gleich im Hafen, ob das Schiff wenigstens eine größere Crew haben kann. Ob es vielleicht irgendwo einen Nutzen hat. Ach, hau ab. Nebenbei, ich meine hier, ja genau hier habe ich mal zum Teil die Türme auch kaputt gekriegt. Ich hab da einmal mal aus Fun draufgeschossen und hab die fast ausgelöscht. So, anlegen und gucken, ob die Medikamente haben. Hab nichts zum Verkaufen, ne? Natürlich, die Reparaturkits, die kann ich hier gut verkaufen. Aber so ein Riesenschiff kann ich ja so viele Reparaturkits ruhig drauf behalten. So. Madame Grace muss ich jetzt erreichen. Und die ist ganz da oben. Ach du Kacke. Okay, das wird ein langer Weg. Fast da, Leute. Leute, das war so eine Tortur, da hinzukommen. Ich habe jetzt unterwegs bei einer Stadt Halt gemacht. Fast all mein Geld rausgeschmissen, nur damit das Schiff in irgendeiner Weise nützlich ist. Also, sobald ich kann, wechsle ich das Schiff. Das Einzige, was ich jetzt für den Kampf nützlich ist, habe, ist das hier. Weil das kann massiven Schaden machen. Und vor allen Dingen macht es, dass sie, glaube ich, schlechter treffen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, es macht, dass sie langsam sind und es macht Schaden. Und das bei mehreren Schiffen sogar. So, ich habe es fast geschafft. Tortuga, meine Perle. Meine Perle, wollte ich sagen. Da, ich hab nicht genügend für den Turm, ne? Nee. Aber ich weiß, wo er ist. Die Fähigkeit hier macht mich übrigens schneller. Also es lohnt sich für mich, die zu spammen. Warum musste diese Stadt nur so unendlich weit weg sein? Die Kanonen haben mich übrigens 7000 gekostet, ne? Das Schöne ist, manche der Fähigkeiten kann ich gar nicht ausrüsten. Die ich gekauft habe. Weil da steht nicht bei, ob die jetzt speziell nur für ein Schiff sind. Also, Piratenparty. Das kann ich wahrscheinlich auch auf meine Galeone hinterher packen. Muss nur das aus dem Schiff hier rausholen.
Aber dieses Feuerwerk ist auf jeden Fall besser als dieser Flammenstrahl. So, ab nach Tortuga. Bitte gib mir Geld. Ich habe extra ins Geld reingeskillt. Und wer bist du? Kapitän Morgan schickt mich. Ich muss unbedingt zur Königsfestung. Entschuldigung, die Morgan. Er hat das die im Namen. Ist diese Schiffsladung Medikamente für mich? Der alte Morgan war schon immer so aufmerksam. Wir werden von großem Nutzen sein, danke. Aber deiner Bitte ist nicht leicht nachzukommen. Die Sicherheitsmaßnahmen in der Hauptstadt wurden verschärft. Wie würde meine Männer in Gefahr bringen? Muss um jeden Preis hinein. Nicht auf... Ich werde nicht aufgeben. Gut, aber zuerst musst du mir einen Gefallen tun. Ich habe ein kleines Problem mit einer Gruppe Kommandanten der Königlichen Marine. Die haben den Verdacht, dass in meinem Hafen Schwarzhandel betrieben wird. Die sind richtig lästig geworden. Es sind vor allem drei sehr berühmte, aber auch nervige Befehlshaber, die mich stören. Niemand kennt ihren richtigen Namen. Sie selbst nennen sich Sir Brick, Sir Frigate und Sir Galleon. Wie lächerlich. Ich kann mich natürlich nicht persönlich um sie kümmern. Aber wenn ein Piratenkapitän sie loswerden würde, würde das niemanden wundern. Falls es dir gelingt, gebe ich dir den Namen der Person, die dir helfen kann. Nice. Ich habe 160 Medizin gebracht, das hat mich unendlich viel Gold gekostet und ich kriege einfach kein Geld dafür. Oder? Doch, 1400. Wow, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ist ja nicht so, als ob mich das Zeug selber 3000 gekostet hat. Boah, jetzt lass mich da drauf. Ich hasse das, dass das so rumspringt. So, ich habe das Schiff genügend ausgebessert. So viel wie das Achterdeck habe ich im Durchschnitt für jede Fähigkeit bezahlt. Das Feuerwerk hat sogar 10.000 gekostet. Und Köder ist unpraktisch, weil dann schickst du nur so ein kleines Schiff nach vorne und das lenkt die Gegner ganz kurz für dich ab. Sind nicht mal gute Kugeln mit bei. Einmal kurz in den Markt gucken. Medizin kann man hier gut verkaufen. Ja, hier, nimm den Rest an Medizin, den ich habe. Ich kriege ja 100 pro Ding. Da habe ich wenigstens ein bisschen Geld. Ich habe unterwegs jede Kiste eingesammelt. Ganz ehrlich, die drei Rubine könnt ihr auch haben. Zusammen mit dem Holz. Ich habe so viel Holz, ich kann das... Ich knülle das Zeug raus. So, das packe ich mal da rein. Und komm, einfach damit es eine gerade Zahl ist. Wir gehen noch in die Kneipe. Das ist eine Mission, die kann man schaffen. Das könnte ich auch schaffen. Also die hier würde ich als nächstes noch machen. Weil diese Eskortenquests, die sind nie so wirklich schwer. Ja, und da würde ich direkt zum Kartografen. Wo man schon beim Kartograf ist, ich fahre erst zu dem links von mir. Damit ich Tortuga auf der Karte habe. Und die beiden nehme ich nicht, weil die sind mir zu nah an der Königshauptstadt dran. Da ist er. Da ist der Typ, den ich mitnehmen will. Also ich merke mir, das Feuerwerk ist die beste X-Fähigkeit. Und dieser Feuerball ist die beste... Ich glaube B-Fähigkeit war das. Dafür gibt es wahrscheinlich auch anständige Namen. So, Tortuga müsste ich jetzt stets auf der Karte haben, oder? Nein, genau nicht. Ach, diese Segelfähigkeit, die ist so ein Segen. Ohne die würde ich einfach überhaupt nicht vorankommen. So, ich will das ausprobieren, das Feuerwerk.
Bitte lass es mich nicht bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Ich wollte nur sehen, wie viel Schaden das macht. Hier noch so ein Grund, warum ich die Flöte überhaupt nicht mag. Man kommt mit der nicht weg. Die ist einfach mega langsam. Ah, das Flottenschiff hat mir gerade geholfen. Also down sollte ich den eigentlich kriegen. Also für einen Kampf ist dieses Schiff schlicht und ergreifend nicht geeignet. Und daraus besteht fast das ganze Spiel. Diebes Achterdeck. Ich glaube, ich hatte noch kein gutes Achterdeck, oder? Doch. Bitte sieh mich doch nicht. Hau ab. Will keinen Krieg anzetteln. Ich muss in die Stadt kommen, bitte. Lass mich zumindest das Schiff abliefern. Ja, er hat's geschafft. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich sterben. Kann ich jetzt schon voraussagen. Weil gegen den Piratenjäger gewinne ich nicht. Ich sagte doch, ich gewinne nicht. Weil ich komme nicht von dem weg. Bin viel zu langsam. Und selbst wenn ich angreife, mitten bei der Stadt, was soll ich machen? Ich gucke, ob ich jetzt mal kurz billig Fähigkeiten hier holen kann. Weil die Piratenparty, die würde ich schon gerne rübernehmen. Und diese Navigation eigentlich auch. Kann sie aber nicht ablegen, normal. Und ich kann ihr auch gerade überhaupt nichts verkaufen. Nur beim Tischler halt. Also wenn ich mal neue Fähigkeiten habe, dann hole ich die hier weg. Also wenn ich die Möglichkeit habe, was Billiges zu kaufen. So. Ich müsste einfach mal kurz gucken. Kann ich was Gutes gegen was Schlechtes gerade kurz tauschen? Ja, hier kann ich die Kanonen kurz tauschen, weil die will ich mit rübernehmen. Und hier kann ich tauschen. Bei dem Segel ist es egal. Müsste noch gucken. Vielleicht kann ich einen Rumpf noch kaufen. Ja, ich kann einen schlechten Rumpf kaufen. Bei dem will ich auch tauschen. So. Da ich die guten Sachen mit zum guten Schiff nehme. Jetzt tausche ich wieder zur Schaluppe zurück. Ja, ganz ehrlich, das Schiff kannst du echt nur in die Tonne kloppen. Es hat die doppelte Lebenserhaltung. Das ist was Gutes. Aber wenn ich dem Kampf nicht entkommen kann oder auch gar nicht treffen kann, weil das Gegnerschiff so schnell ist, was soll mir das bringen, Leute? So. Jetzt kann ich die guten Sachen ausrüsten. Nein, ich habe es aus Versehen kaputt gemacht. Ich bin doof. Ja, Leute, viel mehr mache ich jetzt hier auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Weil das für heute, das war echt eine Tortur.